Bundesfinanzminister Lindner hat sich erneut gegen eine Rücknahme der geplanten Streichungen von Steuervergünstigungen für Agrardiesel ausgesprochen. Der FDP-Politiker sagt im ZDF, er sehe keinen Spielraum für einen Weiterbestand der Subventionen. Am Donnerstag sollen im Haushaltsausschuss die letzten Details für den Etatentwurf für dieses Jahr festgelegt werden. 1000 Landwirte hatten in Berlin ja gegen den geplanten Subventionsabbau protestiert. Bauernverbandspräsident Ruckwied zeigte sich nach einem Gespräch mit den Fraktionsspitzen der Ampelparteien ernüchtert. Das Treffen habe keine Ergebnisse gebracht, sagte er. Und nun möchte ich sprechen mit Michael Forster. Er ist Metzger, mir nun zugeschaltet, damit wir etwas über die Lage in diesem Beruf sprechen können. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Guten Morgen. Ja, schauen wir gerne einmal auf die Proteste der letzten Woche, die gestern natürlich den Gipfel hier in Berlin gefunden haben. Wie stehen Sie dazu? Wie wichtig war das in Ihren Augen? Also ich finde es ganz wichtig, dass das gemacht wurde, dass endlich mal Leute zusammenstehen, damit, weil es geht uns alle was an. Wir haben Preissteigerungen. Wenn die Bauern nicht wirtschaftlich arbeiten können, können wir auch als Metzgerei da nicht mehr mitmachen. Preissteigerung, was bedeutet das, damit wir mal einen Überblick haben? Was kostet ein Kilo gemischtes Hackfleisch bei Ihnen und wie entwickelt sich dieser Preis? Das Kilo Hackfleisch kostet im Schnitt gemischt 8,90 Euro das Kilo. Und nur mal zum Vergleich, die Schweinepreise sind endlich mal ein bisschen höher geworden. Sie waren viel zu lange zu günstig, aber trotzdem kostet uns ein Schwein 150 Euro mehr wie vor 2 Jahren. Im Einkauf. Jetzt gibt es ja den Plan, unter anderem von Cem Özdemir, dass man eine Art Bauernsoli jetzt bringen könnte. Das heißt, dass die Verbraucher am Ende drauf zahlen würden und das Geld, das man so einnimmt, soll direkt ans Tierwohl weitergeleitet werden. Was halten Sie davon? Fleisch, das teurer wird, ist ja auch immer wieder so eine Sache, denn an der Kasse, da hört es ja manchmal auf mit der Solidarität der Verbraucher. Also generell bin ich als Handwerksmetzger dafür, dass weniger Fleisch gegessen wird, dafür auch hochwertigeres. Und wir müssen, also meine Philosophie ist, wir müssen weg von der Massentierhaltung, sondern eher wieder zum regionalen Metzger, zum regionalen Landwirt. Und ich finde, wenn wir die Bauern fair bezahlen könnten, dann bräuchte man das nicht. Jetzt nehmen Sie auf Instagram mittlerweile mehr als 200.000 Menschen mit zur Arbeit, um auch Aufmerksamkeit auf diesen Job und auf die Herausforderungen auch zu bringen. Wie fallen da die Reaktionen aus? Also ich habe zu 90% oder 95% positive Reaktionen und 5% sind eher, ich sage mal, Hater, die entweder kein Fleisch essen oder auch einfach sagen, das muss man nicht zeigen im Internet. Aber generell ist es sehr positiv und die Leute schauen es gerne an, wenn sie mal wieder sehen, wie es vom Anfang an gemacht wird. Wir zeigen vom Tiertransport bis zum fertigen Gericht alles. Und wenn Sie jetzt eine konkrete Forderung an die Bundesregierung stellen könnten, was ist in Ihren Augen wichtig bei den Gesprächen, die ja jetzt weitergehen sollen, um die Situation von Landwirten, von Bauern, aber auch natürlich in Ihrer Zunft zu verbessern? Also ich bin schon der Meinung, dass die Subventionen für die Bauern gut sind, da unsere Steuereinnahmen werden weltweit verschickt oder versendet und im eigenen Land sollte eigentlich auch was dafür übrig sein. Also ich bin schon dafür, dass da die Bauern gefördert werden. Sagt Michael Forster. Vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen zu den aktuellen Protesten, die wir hier in Deutschland sehen. Gerne. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.